Manche der Männer, mit denen Lisa Müller im Bett war, haben sogar mehr bezahlt, nachdem sie ihren Ausweis gesehen haben, in dem zu lesen war, dass sie tatsächlich erst 14 Jahre alt ist. Andere Mädchen bessern ihr Taschengeld mit Babysitten auf. Das sind ja 20 Euro und das ist schon viel in der Woche. Für Lisa waren es 300 Euro pro Stunde. Ein Unternehmensberater hat ihr ein Gehalt sozusagen von 5.000 Euro gezahlt für 6 Treffen im Monat. Ich gebe zu, dass diese Geschichte mich auch als erfahrene Journalistin etwas überfordert. Mit Zwangs- oder Armutsprostitution hatten wir es in dieser Sendung schon oft zu tun. Aber wie ein Mädchen, das vielleicht gerade mal den ersten Zungenkuss hinter sich hat, über einen Chat in die Prostitution abrutscht, so etwas konnte ich mir bisher nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz viele gibt, die sich in dem Alter prostituieren. Vielleicht nicht so regelmäßig wie ich, aber so ab und zu mal, um einfach ein Taschengeld aufzubessern. Lisa Müller ist 14 Jahre alt. Da beschließt sie, ohne jeden Zwang, ich schlafe gegen Bezahlung mit erwachsenen Männern. Das hatte sie mal in einem Film gesehen. Aber ohne jede Ahnung, worauf sie sich einlassen würde. Bei mir war der Antrieb die Bestätigung, die ich brauchte und eben das Geld, auf jeden Fall. Das war der Hauptgrund, weil es einfach nicht leicht, aber schnell verdientes Geld war. So schnell kann man nirgends Geld verdienen, das war einfach so. Also ich habe schon immer ein ganz komisches Verhältnis zu Geld gehabt irgendwie. Ich wollte es immer haben, einfach nur haben. Geld für Klamotten, Handys, Ausgehen, Mädchenträume halt. Niemand fragt sie, woher das Geld kommt. Lisa geht nicht auf den Strich, bekommt eher zufällig Kontakt zu ihrem ersten Freier und glaubt mit 14, das sei eine Chance. Ich finde das mittlerweile auch total komisch und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum. Aber ich weiß, dass es so war. Und und als ich dann 14 war und einen Mann kennengelernt habe, der Sex mit mir wollte, das wusste ich, und mich bombardiert hat mit SMS, und habe ich gedacht, okay, ich schreibe ihm jetzt einfach, das ist meine Chance und okay, wir treffen uns zu Sex, aber eben für Geld. Und darauf ist er eingegangen. Alles scheint so einfach für das Mädchen aus der Kleinstadt, aus bürgerlichen Verhältnissen. Die Mutter bemerkt scheinbar nichts, genauso wenig wie alle anderen. Um Drogen geht es Lisa nicht. Auch trifft sie sich nie unter Alkoholeinfluss mit Männern. Sie hat auch keinen Zuhälter. Die ersten 2 Jahre habe ich das über einen Chat gemacht. Die Männer haben mich von sich aus angeschrieben. Also die Nachrichten haben auch meine Freundinnen bekommen, aber die haben sie halt gelöscht und ich habe sie angenommen, diese Angebote, die Männer geschickt haben. Und ab 16 habe ich dann so richtige Anzeigen geschalten in solche Portale, wo eigentlich nach normalem Sex gesucht worden ist, aber alles voller Prostituierte war. Portale mit minderjährigen Mädchen, getarnt als Kontaktbörsen. Doch hier geht es um bezahlten Sex. Lisa entdeckt diesen Markt der Internetprostitution für sich. 100 bis 300 Euro kassiert sie. Angst vor Gefahren, Risiken? Lisa ist völlig ahnungslos. Klar war ich naiv. Ich glaube, jedes Mädchen in dem Alter ist naiv, natürlich. Und ich habe mir die Folgen ja auch nicht bewusst gemacht, irgendwie, die das vielleicht haben könnte. Ich hätte mir ja irgendwas einfangen können, was Schwerwiegendes. Oder ich hätte irgendeinem Kranken begegnen können, der mir irgendwas ganz anderes antut. Das war mir damals nicht bewusst. Und wenn ich solche Gedanken hatte, dann habe ich die sofort verdrängt. Wenn ich heute so 14-Jährige sehe, dann das sind eigentlich immer noch Kinder. Und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich habe mich damals erwachsen gefühlt und viel älter. Und, aber wenn ich das heute so sehe, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Also, 4 Jahre hat sich Lisa prostituiert. Sie war minderjährig, ihre Freier erwachsene Männer. Sie begingen eine Straftat. Darüber wollte Lisa nicht nachdenken. Aber während dieser Zeit wird ihre Seele zerstört. Beinahe zerbricht sie daran, weil sie über Jahre ihren Körper verkauft. Was in dem Kopf abgeht von irgendeinem Mann, der auf sowas steht, will ich gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Weil es wahrscheinlich nicht wirklich schön ist. Also mein Männerbild ist auf jeden Fall ganz, ganz schlecht. Und wenn ich irgendeinen Mann sehe, der mich anguckt mit irgendeinem geilen, gierigen Blick, dann da kommt ein Hass und eine Aggression in mir hoch und ich möchte am liebsten seine Augen auskratzen. Ich finde es so eklig und ich muss mich da wirklich zusammenreißen, weil sonst mache ich irgendwas, was ich gleich später bereuen würde. Von Mal zu Mal wurde es für sie schlimmer. Ich hatte widerliche Bilder im Kopf, widerliche, ganz widerliche. Also wirklich von ekligen Schwänzen, wirklich. Also das war so ekelhaft. Ich habe irgendwelche Szenen in meinem Kopf gehabt, die ich erlebt habe, aber die ich dann gesehen habe, wie wenn ich das gar nicht wäre, sondern einfach ich habe mich selber gesehen irgendwie und gesehen, wie fertig ich eigentlich bin und was ich alles gesehen habe, was ich eigentlich gar nicht sehen wollte. Und
ja, das kam mir plötzlich alles im Kopf und das ist so geballt, dass ich eigentlich keine Minute mehr hatte zum irgendwas anderes denken. Das war, mein ganzer Kopf war voll mit solchen Bildern und ja, das war einfach widerlich. Mir ging es dann tageweise schlecht, und, aber das habe ich dann irgendwann wieder verdrängt und habe gesagt, ja, egal, ich will weiter Geld verdienen. Und dann irgendwann war das aber dann so geballt, so an einem auf den anderen Tag irgendwie, dass ich gar nicht mehr konnte. Also ich beim Gedanke daran allein, dass ich einen Mann jetzt zum Sex treffen soll, irgendeinen Fremden, das ging nicht. Ich hätte kotzen können, ich habe mich in meiner Wohnung verschanzt, ich wollte niemanden mehr sehen. Und ich hatte plötzlich aber Angst vor Menschen, irgendwie vor allem hatte ich Angst. Und ich habe keinen Sinn mehr in gar nichts gesehen, dann war mir das Geld auch plötzlich irgendwie egal. Ja, und dann irgendwann, wo es mir wieder besser ging, war ich froh, dass es vorbei war. Lisa Müller ist mit 18 Jahren ausgestiegen, heute ist sie 20. Sie sagt über sich, dass sie eine starke Persönlichkeit hat. Ob sie es heute bereits geschafft hat, sich von ihren Erlebnissen zu befreien? Sie glaubt ja. Sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben, für sich selbst, aber auch, um andere zu warnen. Das Buch war wirklich so ein Therapeut für mich. Also ich habe angefangen zu schreiben, und wenn mir irgendwas, dann ging es mir plötzlich schlecht, weil irgendwas habe ich geschrieben, was mich belastet hat, und das habe ich dann genau gespürt. Und ich habe erst weitergeschrieben, als ich das verarbeitet habe dann. Und so habe ich das komplette Buch so durchzogen, und als das letzte Kapitel beendet war, war es beendet. Lisa Müller ist unter ihrem vollen Namen an die Öffentlichkeit gegangen, mit dem Risiko, abgewiesen und nicht verstanden zu werden. Weder ihre Arbeitskollegen noch ihre Mutter wussten von ihrem Leben als minderjährige Prostituierte. Dass das aber so kommen wird, dass sie erstmal keinen Kontakt zu mir haben will, das war mir klar. Und, aber ich weiß trotzdem, dass das alles wieder wird. Ich kenne meine Mutter und ich verstehe sie im Moment, dass es einfach ein Schock für sie war. Ja, und das Gerede der Leute auch. Und sie wird wahrscheinlich auch viele Dinge um die Ohren geworfen kriegen, auf jeden Fall. Deshalb verstehe ich das, aber meine Mutter und ich haben so ein gutes Verhältnis und das wird wieder, da bin ich mir ganz sicher. Lisa Müller lebt immer noch in einer Kleinstadt. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein ganz normales Leben. Will ihr Abitur nachholen, vielleicht studieren. Sie hat einen festen Freund, mit dem sie zusammenlebt. Gerade mal 20, aber ein erstes Leben hat sie schon hinter sich. Tatsächlich sind Internetkontakte zwischen Schulmädchen und älteren Männern, also Familienvätern, im Netz schon lange ein Riesengeschäft, über das niemand spricht. Insofern ist Lisas Geschichte eine Warnung für alle Teenager und für ihre Eltern. Kinder und Jugendliche werden in Chatforen ständig Opfer massiver sexueller Übergriffe. Das ergab eine Recherche der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Eine Mitarbeiterin hat sich 2 Wochen lang in Kinderchatforen als 10- bis 12-jähriges Mädchen ausgegeben. Und dabei kam es in jedem Fall ausnahmslos schon nach wenigen Minuten zu verbalen Übergriffen.